Das Motto Talente bewegen bedeutet für mich, nur aus motivierten und inspirierten Mitarbeitern können Talente emporwachsen. Somit ist es unsere Aufgabe als Führungskraft, diese Mitarbeiter immer wieder zu motivieren, zu leiten und an der Hand zu nehmen, um wirklich ihr Potenzial zu erkennen und daran zu wachsen. Es bedeutet für mich, dass man nicht nur Talente, die schon Talente sind, fördert, sondern dass man auch Personen, die Potenzial haben, zu einem Talent hin entwickelt. Das heißt, die gezielte Hinentwicklung. Wir alle sprechen vom Fachkräftemangel. Händeringend werden Expertinnen und Experten gesucht. Sehr oft gilt es aber einfach nur, das Potenzial zu erkennen, diese Personen gezielt zu fördern, hin zu einem Talent. Ich denke, das Motto Talente bewegen erinnert uns als Führungskräfte daran, dass Wissen in einer Organisation kein ersessenes Recht ist. Da sind wir zuständig, dass wir Mitarbeiter fördern, dass wir Talente erkennen, dass wir denen die Chance gibt, sich weiterzuentwickeln und dass man auch als Unternehmen anziehend ist für Talente. Ja, gerade im Bereich Fachkräftemangel ist es so, dass Unternehmen Influencer benötigen, nämlich nicht nur nach außen, wie man vielleicht vermutet, aber vor allem nach innen. Jedes Unternehmen sollte intern Influencer haben, also Talente, denen man gerne folgt, um genau diese digitale Transformation an der Front einfach verändern zu können. Und dazu braucht es Leute mit Leidenschaft, die gesamte Mannschaft mitzieht, dass sich auch wirklich was verändert. Aber das funktioniert nur, wenn man auch die Menschen dazu bewegt, sich mit diesen neuen Themen zu beschäftigen und in Wahrheit neue Talente auch zu entwickeln und zu fördern. Das ist ganz wichtig hier, die jungen Leute, die sehr viel mit Open Source schon aufgewachsen sind, hier auch zu begeistern und hier darin zu unterstützen, wie man diese Technologien wie Artificial Intelligence, Machine Learning etc. auch in einem Unternehmen erfolgreich umsetzen kann und damit auch diesen Talenten die Chance zu geben, im Enterprise-Bereich einen großen Beitrag zu leisten. Das heißt, wir brauchen viel neues Talent und wir fühlen uns auch verpflichtet, dort Talent aufzubauen. Und zwar auf allen Ebenen, schon in der Zusammenarbeit mit den Universitäten, mit Praktikanten, aber natürlich dann auch vom lokalen, aber auch internationalen Markt Talent in die OMV zu bringen und zu entwickeln. Wir haben hier in Österreich sehr viele junge Talente. Aus unseren Hochschulen, aus den Fachhochschulen kommen hervorragend ausgebildete junge Leute, Damen wie Herren. Was die alle suchen, sind höchst interessante, herausfordernde Projekte. Aus meiner Sicht liegt es an uns, interessante Themen zu besetzen, neue Technologien anzugreifen, die wir in einem durchaus auch komplexen Ökosystem gemeinsam zu großen Projekten führen. Das erzeugt wie ein Magnet eine Anziehungskraft, wo die jungen Talente dann gerne arbeiten, sich einbringen und ihre Kapazitäten dann zum Wohle für unser Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft realisieren. Und darüber hinaus zieht das dann auch die Talente aus dem Ausland an, die wir am Schluss brauchen, um diese enorme Komplexität, an denen wir arbeiten, gemeinsam zu beherrschen. Die Talente im Unternehmen zu halten, passiert ja nicht nur mit guten Gehältern, das können die sich de facto aussuchen. Es geht um die Firmenkultur, es geht um ein gewisses Family-Feeling, es geht um spannende Projekte. Und wenn das gegeben ist, dann hat man eine gesunde Kultur, wo sich Kolleginnen und Kollegen weiterentwickeln können, dann bleiben sie auch und haben Spaß an der Arbeit. Also besonders in der IT, glaube ich, besonders in der Technologie ist es so, dass wir sehr stark auf Diversity in der einen oder anderen Form setzen müssen. Das fängt natürlich an bei Gender Diversity, besonders ist das auch bei uns im Unternehmen. Der Fokus ist sehr stark darauf, dass wir 50% unserer Bevölkerung nicht außen vor lassen, nämlich die weiblichen Mitarbeiter, die wir dringend suchen, die wir fördern, die wir brauchen, aber auch Diversity im Bereich von Sprachen, von Ethnie, Herkunft ist ein großer Bereich, um einfach diesen Pool an Ressourcen größer zu machen und auch wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können, um wirklich gut in die Zukunft gehen zu können. Talente bewegen bedeutet für mich als CTO, CIO, Vorbild zu sein. Also wir sind in der Rolle, wo wir eben vorangehen müssen, unseren Kollegen und Kolleginnen eben auch den Weg zeigen müssen und den Weg müssen wir eben auch konsequent vorangehen. Wir sind auch auf der einen Seite die CIOs selbst, die bewegen und zwar ihre Unternehmen in Richtung Digitalisierung, in Richtung Kulturwandel, in Richtung Veränderung.
Und auf der anderen Seite werden auch die CIOs bewegt von Talenten, und zwar von den eigenen Mitarbeitern, die immer schwerer zu finden sind, von den Geschäftsführungen, von den internen und externen Kunden und natürlich auch von den Lieferanten und dem Ecosystem.